Hallo und herzlich willkommen zu Stardew Valley. Heute wollen wir uns mal beweisen als Farmer und wir legen auch direkt los. Wir müssen uns noch einen Charakter erstellen. Den geben wir natürlich Namen, Hofnamen, schwierig. Wir nennen sie einfach Farmers Hof. Mag gerne Games. Ah, nehmen wir lieber den Hund. Und jetzt können wir uns Charaktere hier noch, unseren Charakter noch ein bisschen zusammenbauen. Gucken, was es für Frisuren gibt. Ist reichlich. Gucken, was nehmen wir denn jetzt? Ah, das sind eher Frauenfrisuren. Wir bleiben mal bei der. Hemd. Was gibt's denn? Das sieht so nach typischer Bauernhof aus. Muss ja nicht unbedingt sein. Vielleicht gibt es ja auch was bisschen Besseres. Das sieht doch nicht schlecht aus. Mal gucken, was gibt es hier. Ich würde sagen, gucken noch was anderes. Lassen wir den doch so. Sieht ja nicht schlecht aus. Wir probieren es mal. Hier können wir noch auswählen. Standardhof. Okay. Flussbetthof, Waldhof, Bergspitzenhof und Wildnishof. Hört sich ja auch nicht schlecht an. Waldhof. Flussbetthof. Ich glaube, das könnte schon schwieriger sein. Ich würde sagen, wir nehmen mal den Waldhof und starten mal. Dann schauen wir mal, was kommt. Wer ist das? Er hat einen Brief scheinbar für uns. Scheint unser Opa zu sein. Möchte uns einen versiegelten Umschlag geben. Wir haben ihn bekommen. Sollen ihn noch nicht öffnen. Wir sollen ihm gut zuhören. Frag mich nur gerade, redet er im Schlaf oder sieht man nur nicht, dass seine Augen offen sind? Okay, er redet wahrscheinlich aus eigener Erfahrung. Irgendwann werden wir feststellen, dass das heutige Leben uns erdrücken wird in der Großstadt und wir uns doch mal uns ins Landleben stürzen wollen, um mehr Ruhe zu haben. Jetzt muss er sich ausruhen. Viele Jahre später sitzen im Büro und arbeiten. Wo sind wir? Kamera überwacht. Das scheint ja richtig spaßig zu sein. Da sind wir. Aber schon lustig gemacht mit dem Start hier. Jetzt scheinen wir zu merken, dass die Arbeit doch viel zu viel ist. Wir sehen den Brief von Opa. Ja, wir haben eine Veränderung nötig, so wie es aussieht. Dein ganzer Stolz, Farmershof. Dann kann es ja jetzt gleich direkt losgehen. Ach, den haben wir schon komplett. Dann geht's jetzt ins Abenteuer. Bin mal gespannt, wie unser Hof aussieht. Ein Hof im Wald. Was uns da erwartet. Ah, der Bus könnte auch ein bisschen schneller fahren. Sterntautal. Okay. Und die Grafik, die ist ja echt sehr schön. So bei solchen Spielen passt das perfekt dazu. Da braucht man nicht irgendwie sonst was für eine High-End-Grafik. Da passt das hier wirklich perfekt. Wir sind angekommen. Na klar, wir sind Wolver.
wurde vom Bürgermeister geschickt und zeigt uns mal unseren neuen Hof. Das ist also unser Hof. Da würde ich gleich mal sagen, müssen wir wohl scheinbar erstmal einiges aufräumen. Aber war ja auch die ganze Zeit niemand da. Ist er natürlich erschrocken. Kann ich verstehen, wäre ich auch, wenn ich den Hof vor mir habe. Eine kleine Hütte, so viele Bäume. Da müssen wir auf jeden Fall erstmal Ordnung schaffen. Unser neues Zuhause. Wenigstens haben wir eine Hütte. Da begrüßt uns auch schon der Bürgermeister. Das nenne ich mal ein herzliches Willkommen. Scheint ein kleines Dorf oder eine kleine Stadt zu sein. Deswegen sind sie auch alle schon in großer Erwartung, mich dann treffen zu können. Aber erstmal müssen wir uns wahrscheinlich um den Hof hier kümmern und gucken, dass wir es wieder in den Griff bekommen. Ah, die Hütte, die kriegen wir auch noch auf Vordermann. Aber erstmal müssen wir zusehen, dass wir hier gleich loslegen können. Ausruhen von unserer langen Fahrt wäre vielleicht auch nicht schlecht. Ah, was möchte der Bürgermeister noch? Okay, wenn wir was zu verkaufen haben, können wir das in die Box da reinlegen. Ich hoffe natürlich, dass wir viel zu verkaufen haben, mit viel Gold bekommen. Oder Coins, ich weiß noch nicht, wie die Währung hier heißt. Wir werden von Hühnern geweckt. So, das ist also unsere Hütte von innen. Hofbuch, was gibt's denn? Sag Hallo. 28 Leute sollen wir begrüßen. Wohl im Laufe der Zeit hin. Machen. Oh, Baum, den können wir da ruhig stehen lassen. Wollte ich nicht mitnehmen. Nein, das wollen wir nicht. Wetterbericht, was sagt das Wetter? Morgen wird es den ganzen Tag klar und sonnig sein. Was gibt denn hier noch? Wahrsager, Leben vom Land. Ah, wir kriegen Tipps. Hackt ein wenig Holz und sucht nach Wildpflanzen, um ein wenig Geld zu verdienen. Ja, ist eine gute Idee. Hier ist ein kleines Geschenk. Oh, da haben wir unsere ersten 15 Samen bekommen. Pastinaken. Vom Bürgermeister. Hier noch was? Bonsaibaum? Nein, den können wir hinstellen. Den brauche ich nicht. Und dann gucken wir mal nach draußen. Ja, hier würde ich erstmal sagen, müssen wir ein bisschen Platz schaffen. Würde ich sagen, der Platz, der hier schon so schön angezeigt wird, machen wir einmal frei und fangen da auch mit unserem ersten Feld an. Erstmal alles hier beseitigen. Ganzen Krempel. Ah. Da brauchen wir schon länger, um den kleinen Baum zu fällen. Aber der muss auch weg. Wir brauchen Platz. Wir wollen ja schließlich irgendwann eine große Farm haben. Da kann es hier natürlich nicht so aussehen. Auch noch beseitigt werden. Spitzhacke, da ist sie. Eine nochmal weg. Nein, gießen wollen wir nicht. Axt. Dann Hölzer hier machen wir noch weg und dann reicht uns das Feld auch erstmal, dass wir loslegen können. Auch noch weg. Würde ich sagen, mit so einem kleinen Abstand fangen wir hier mal an, das Feld zu machen. Können wir da über vielleicht noch später einen Weg machen? Stimmt noch irgendwas? Rechts lassen wir auch mal ein klein bisschen frei. Ah, treffen.
Das machen wir hier noch bis links voll. Und dann haben, können wir die 5 Samen, die wir vom Bürgermeister bekommen haben, können wir da auch gleich benutzen. Ah, jetzt ist ein bisschen mehr da gepflügt worden. Gar nicht so einfach, das hier richtig zu treffen. Und dann schauen wir mal, ob wir das hier ausbringen können. Da am Rand geht's nicht. Gut, dann fangen wir hier an. Immerhin 15 Stück. Ach, das ging nicht, weil wir zu weit weg waren. Deswegen. Haben wir hier noch? Gemischte Saat. Okay, lassen wir uns überraschen. Wir haben sie. Nutzen wir sie. Sowas wie ein Inventar. Mal schauen. Ah, da ist es ja schon. Können wir dann auch sehen. Haben. Können auch gleich mal hier gucken, was es so gibt. Okay, hier können wir unsere Fähigkeiten verbessern. Oh, da gibt ja einige Charaktere. Hier eine Karte. Ah, das ist die kleine Stadt hier. Anglerbedarf. Gut wissen. Wurm des Zauberers. Okay. Alles nochmal später erkunden. Und hier, was können wir bauen? Eine Kiste wäre natürlich für den Anfang nicht schlecht. 50 Holz. Holzpfad. Schotterpfad. Ja, brauchen wir im Moment erstmal alles nicht, würde ich sagen. Fackeln. Brauchen wir Harz für. Ohr. Okay, Holzzaun. Ich würde sagen, als erstes machen wir gleich die Kiste. Automatisches Laufen. Gucken wir mal kurz in die Einstellung. Automatisches Laufen ist schon gut. Und was gibt es noch? Standardeinstellung, da brauchen wir wohl ändern. Wenn wir weitermachen, dann würde ich sagen, holen wir uns mal ein bisschen Holz. Frage, holen wir uns das Holz hier von uns, aber eigentlich würde ich sagen, können wir das ruhig. Ah, was ist nicht die? Das ist nicht die, doch, ist die Axt. Stellen wir hier mal ein paar Bäume. Auch wieder ein bisschen übersichtlicher. Oh, da scheinen wir Harz um zu haben. Die kleinen können vor allen Dingen weg. Stören nur. Und man kaum durch so viel steht hier. Nehmen wir den Baum auch noch mal weg. Dann wächst er schon neuer. Dann kann der neue da wachsen. Was steht denn da links noch? Eine alte Hütte. Schnell das Holz hier aufsammeln. Hier stehen auch meiner Meinung nach viel zu viele Bäume. So viele Bäume brauchen wir nicht. Drücken sich gegenseitig. Bin langsam erschöpft. Okay. Hier noch zu Ende gefällt. Ah, jetzt gehen wir auch ganz langsam. Sammeln wir die Sachen noch mal schnell auf. Dann müssen wir mal in unsere Hütte zurück. Ah, wir müssen die auch noch gießen, haben wir ganz vergessen. Ah, jetzt müssen wir erstmal ausruhen. Nein, wir wollen da nicht. Wir wollen da reingehen. Oh, jetzt sind wir vor der Tür eingeschlafen. Okay. Vor der Tür eingeschlafen, wachen aber im Bett auf. Na denn. Wenn wir als erstes mal eben hier alles gießen. Soll ja auch schön wachsen. Auf später, dass es irgendwelche automatischen Bewässerungen gibt. Weil wenn man irgendwie ein großes Feld hat, das dann alles gießen. Und wie können wir unsere Kanne auffüllen? Ah, damit ist sie schon aufgefüllt. Oh, wir haben genug, dass wir eine Kiste bauen können. Ach, einfach nur raufklicken, dann haben wir sie schon. Das ist ja einfach. Bauen wir mal ein paar Fackeln. 6 Stück erstmal. Die Kiste. Ich würde fast sagen, wir stellen die hier draußen irgendwo hin. Da oben stellen. Scheint
stehen, dann stellen wir sie da auch hin. Dann können wir da ein paar Sachen reinlegen, die wir im Moment nicht brauchen. Glück brauchen wir nicht. Auch im Moment nicht. Das ist doch schon mal sehr gut. Oh, wir haben Post bekommen. Ah, wir wurden in die Klinik gebracht, weil wir vor Erschöpfung zusammengebrochen sind. Das hat 50 Gold gekostet. Oh, dann sollten wir auf jeden Fall aufpassen, dass wir nicht mehr vor Erschöpfung zusammenbrechen. Wir sollen am Strand mal vorbeikommen. Hm. Ich würde aber lieber erstmal nochmal hier das Feld ein bisschen bearbeiten. Oder besser gesagt unser Grundstück. Und dann gleich mal zu sehen, dass wir rechtzeitig schlafen gehen und nicht wieder vor Erschöpfung hier zusammenbrechen. Weil jedes Mal 50 Gold verlieren, muss nicht sein. Kann vielleicht später, kann einem das egal sein, wenn man sonst wie viel Gold hat, aber gerade am Anfang, nein, muss nicht. Der Baum kann auch ruhig noch, unsere Energieanzeige geht runter. Würde ich mal sagen, gehen wir ins Haus und schlafen. Der Baum hier eben schon. Da wurde ich angehen. Ein gefällt und gleich schon neuer da. Ab ins Bett. Ah, möchten. Ja, wir möchten holen. Wir brauchen Energie. Und da ist unsere Anzeige auch wieder voll perfekt. Regen, Regen bedeutet, wir brauchen wenigstens nicht gießen. Hat doch einen Vorteil schon mal. Holz auf. Ah, warum das nicht? Ah. Oh. Ich weg, dafür brauchen wir eine stärkere Axt. Was ist denn das hier? Sieht irgendwie wie so ein altes Gewächshaus aus, was zusammengebrochen ist. Axt auch nicht stark genug. Ah, wilder Meerrettich. Stein. Weg. Mal durchkommen. Weiß nicht. Ja. Kleine Höhle, wie es aussieht. Ganze Höhle oder? Ja. Echt? Abbauen. Scheint nicht der Fall zu sein. Vielleicht kommt das auch erst später, ich weiß es noch nicht. Werden wir dann sehen. Wir lassen uns überraschen. Sieht nach anderen Bäumen aus. Könnte natürlich sein. Also hier bei den Tannen glaube ich nicht, dass da irgendwas für uns von Nutzen drinne sein wird. Aber die anderen Bäume könnten natürlich vielleicht Früchte tragen. Holz wieder auf. Ich glaube, wenn wir dann nachher wieder schlafen gehen, dass wir dann am nächsten Tag mal Wasser runtergehen, wo sie uns Bescheid gesagt hat, schon Steine hier nerven. Erstmal wegkloppen. Auch kein Mensch die Steine da. Können sie bestimmt irgendwas verarbeiten. Hier, hier. Büsche. Grundstück auch mal erkunden. Lauch. Bremse weg mit. Inventar voll. Nein. Inventar voll. Mal lieber die Saat mit. Aus. Ah, wir müssen hier wirklich noch ein bisschen mehr aufräumen. Man kommt hier kaum irgendwo durch. Alles liegt im Weg.
Da werden wir noch ein paar Tage brauchen, um das alles aus dem Weg zu... Ich habe das Gefühl, dass immer noch wieder was nachwächst. Obwohl... Kiste... Harz essen? Nein, wir wollen den nicht essen. Oh, wilder Meerrette. Ah, der würde 13 Energie bringen und 15 gesund. Eine können auch erstmal rein. Auch da auch erstmal rein. Dackeln brauchen wir auch nur. Dann packen wir die Saat auch erstmal da rein. Können wir mit dem Holz jetzt noch irgendwas anderes schon anstellen? Dackeln haben wir schon. Lagerfeuer, ja. Das Tor. Wir könnten uns einen Holzzaun hier stellen, aber brauchen wir auch im Moment noch. Oh, was weg da oben? Orchel, ein Pilz. Ja, genau aufpassen, was hier alles so steht. Durchkommen. Schauen wir. Gibt auch was finden. Noch erste Schritte. Baue eine Pastinake an und ernte sie. Okay. Da haben wir ja schon angebaut. Suche den Strand südlich der Stadt vor 17 Uhr. Noch machen. Energie würde ich sagen, ist noch ausreichend. Machen wir das doch noch mal eben. Da sind wir gekommen. Da hat der Bus uns abgesetzt. Ich dachte, die Randfahrt hatten wir ja auch gesehen, ganz unten auf der Karte. Mal runter. Jetzt hier zum Strand. Schätz mal schon. Sieht richtig aus. Alter Fischer oder wer ist das? Ja, wir sind der Neuling in der Stadt. Noch sind wir der Neuling. Ja, das ist ein Fischer. War den ganzen Tag auf See. Die ganze Zeit lang. Angel, eine Angel könnten wir auch gebrauchen. Oh, wir kriegen die alte Angel von Shane. Natürlich perfekt. Ja, zack, haben wir eine Angel. Bambusstange, naja. Angel ist Angel. Jede Menge Fische gibt es hier, verschiedene Sorten. Und er hat einen Laden, wo wir vorbeikommen können. Wir dann den Fisch auch verkaufen können. Das hört sich doch gut an. Da können wir auch mal ein paar Fische versuchen zu fangen. Aber ich würde sagen, an dieser Stelle machen wir erstmal einen kleinen Cut. Ich hoffe, euch hat es gefallen. Ich sage vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss! Thank you.